Herzlich willkommen. Im heutigen Video zeige ich Ihnen eine tolle Anleitung, wie man diese, wie man sie noch von früher kennt, diese Oldschool-Movies macht, wo dieses Flackern drinnen ist, dieses Rauschen drinnen ist und wo einfach die Bewegungen viel zu schnell sind, so wie es zu Charlie Chaplins Zeiten das Ganze war. Und ja, das ist eine tolle Anleitung und das Ganze ist mit Gratis-Programmen und Gratis-Ressourcen möglich. All das zeige ich Ihnen in diesem Video. Jetzt einfach dranbleiben und zuerst mal mein erstelltes Oldschool-Movie ansehen. Bis gleich. Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video und ich hoffe, dieser Oldschool-Movie von mir, den ich hier kurz erstellt habe, hat Ihnen gefallen. Und ja, wenn Sie jetzt auch so einen Clip erstellen möchten oder auch in einer anderen Art und Weise oder vielleicht mit etwas mehr Sinn dahinter, ich habe einfach ein Video hergenommen, wie ich es eben als Rohfassung aufnehme, dann bleiben Sie jetzt einfach dran, ich zeige Ihnen, wie Sie das relativ einfach und vor allem, wenn Sie möchten, kostenlos erstellen können. Eins ist natürlich mal vorerst klar, Sie brauchen ein Video von sich selber. Das ist ganz einfach aufzunehmen, entweder mit Ihrem Handy, mit Ihrem iPhone, mit Ihrem Smartphone oder wenn Sie eine professionelle Videokamera haben, dann nehmen Sie natürlich die. So ein Video brauchen Sie mal. Ich habe in meinem Video die Greenscreen-Technik genutzt. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was das ist, auch egal, nicht tragisch, das ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, ich habe mich einfach meinen grünen Hintergrund ausgeblendet, sodass ich nur selber zu sehen bin und dann habe ich mich vor so ein Oldschool-Video reinprojiziert, dass ich Ihnen gleich zeige, wo Sie die bekommen können. Aber Sie können natürlich ganz einfach auch ein normales Video, wo Sie irgendwo nach Ihrem Belieben stehen, hernehmen und dann diese Kratzer, diese Fussel und vor allem die Beschleunigung hier reinpacken und die Farbe rausnehmen, dass das wirklich wie ein altes Video aussieht. Also, so ein Video brauchen Sie mal unbedingt zum Start von sich selbst in irgendeiner Art und Weise, entweder Greenscreen-Aufnahme oder eine normale. Das ist mal der Punkt 1. Der zweite Punkt, Sie brauchen das Programm Camtasia Studio 8. Jetzt werden Sie wahrscheinlich erschrecken und sich denken, das ist kostenpflichtig, wenn Sie es noch nicht haben. Dem ist nicht ganz so, es ist zwar richtig, es kostet nach 30 Tagen dann einmalig 280 Euro, das ist dann auf Lebenszeit abgedatet, aber Sie können das ganz einfach hier auf dieser Seite auf techsmith.de downloaden, gratis downloaden und auch 30 Tage vollkommen testen. Also da entstehen Ihnen keine Kosten, alles was nach diesen 30 Tagen passiert, wenn Sie sich dann für keinen Kauf entscheiden, ist, dass Sie einfach Ihr Programm, wenn Sie es wieder anklicken, dieses Camtasia Studio 8, dass sich ein Fenster öffnet und sagt, Ihre Testversion ist vorbei, wenn Sie es weiter nutzen möchten, dann kaufen Sie jetzt die Vollversion. Das ist alles, was passiert und in den 30 Tagen zuvor können Sie das ausgiebig testen und wirklich einige solche Oldschool-Videos erstellen, wenn Sie das denn möchten. Also, das war mal diese Seite. Wenn Sie jetzt Camtasia Studio 8 auf Ihrem Computer, sei es, wenn Sie es auf Ihrem Computer installiert haben, dann brauchen Sie die nächste Seite. Das ist jetzt diese Seite hier, den Link sehen Sie eingeblendet und ich packe den auch unten in die Videobeschreibung. Das ist jetzt vom TechSmith Blog, das ist einfach der Blog, wo Neuigkeiten veröffentlicht werden von TechSmith und wo auch, das ist die Firma, die Camtasia Studio entwickelt hat. Da kommen Sie auf diese Seite, wenn Sie auf den Link unter dem Video klicken und hier ist genau beschrieben,
Erstens, wie das genau funktioniert mit diesen Oldschool-Videos. Sie haben gleich, es ist zwar auf Englisch, aber das ist wirklich selbsterklärend, Sie haben gleich hier unten einen Link, den Sie anklicken können. Da können Sie sich dann einfach ein vollkommenes Projekt von solchen Oldschool-Videos, das sehen Sie hier mit diesen alten Soldaten und so weiter, dann mit dieser, wo die Zeit runtergezählt wird, wie Sie es bei mir auch gesehen haben, das können Sie sich vollkommen downloaden. Das ist kostenlos, das ist ein ganzes Camtasia-Projekt, das, wenn Sie es downgeloadet haben und in irgendeinen Orten abgespeichert haben, dann klicken Sie das einfach zweifach an und dann wird das automatisch in Camtasia Studio 8 reingeladen. Das heißt, Sie brauchen nur noch schauen, wie das dort angeordnet ist, und dann können Sie es eins zu eins nachmachen und Sie haben auch gleichzeitig dieses Video hier drinnen, wo die Zeit runtergeht. Ich habe das eins zu eins von diesem Projekt, das man hier unten downloaden kann, übernommen. Dann haben Sie auch diese drei Videos, die Sie hier sehen, wo dieses Flimmern ist auf diesen Holzbrettern, und den Text, den können Sie dann in Camtasia Studio ganz einfach entfernen, indem Sie den wegklicken und Ihren eigenen erstellen. Alle anderen Ressourcen, die Sie brauchen, sei es diese Musik, die Sie gehört haben, oder auch diese Schriften und alles, was Sie in meinem Video jetzt gesehen haben, finden Sie auf dieser Seite kostenlos zum Download. Das sind teilweise wirklich ganze Portale, wo es diese alte 1920er Musik gibt, gratis zum Downloaden. Dann ja, auch diese Schriften, alles finden Sie auf dieser Seite. Da stöbern Sie einfach ein bisschen rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das nur testen. Ich habe ganz einfach alles aus dem Projekt rausgezogen, dass Sie sich hier downloaden können. Also, das ist wirklich hier auf diesem Bitly-Link, da ist das ganze Projekt da. Alles, was Sie brauchen, ziehen Sie sich hier raus. Gut, das war es jetzt mal zu dieser Seite. Da stöbern Sie einfach rum und ziehen sich hier raus, was Sie gerne haben möchten. Dann gehe ich jetzt hier rein in Camtasia Studio, denn im Prinzip, wenn Sie hier ein bisschen rumgespielt haben und wenn Sie übrigens auch weitere Tutorials von Camtasia Studio haben möchten, ich poste Ihnen auch einen Link von einer Playlist, die ich erstellt habe, damit hier ein bisschen der Umgang mit Camtasia Studio 8 für Sie leichter wird, poste ich auch unten in die Beschreibung. Da können Sie sich das ansehen, falls Sie sich hier schwer tun. Aber das Programm ist wirklich nicht schwer zu bedienen. Ja, jetzt sind wir hier in Camtasia Studio 8, hier unten bei der Timeline. Wenn Sie hier Ihr Projekt so weit erstellt haben, wie Sie das möchten, dann ist jetzt eins ganz wichtig, und das möchte ich Ihnen noch zeigen. Das wäre übrigens auch ja, in der Das wäre jetzt übrigens auch beschrieben auf der englischen Seite, aber da bin ich ehrlich gesagt am Anfang selber nicht ganz mitgekommen, was da gemeint ist. Das zeige ich Ihnen jetzt. Um diesen Weißeffekt zu erzeugen, den Sie in meinem Video gesehen haben, dass ich eben selber auch so strichliert und gepunktet bin und der Farbton genommen ist, müssen Sie Folgendes machen. Das zeige ich Ihnen jetzt. Sie gehen hier oben auf Produzieren und Weitergeben. Wenn Sie jetzt hier diesen Pfeil anklicken, dann sehen Sie lauter vorgespeicherte ja, Profile, wie Sie Ihr Video dann letztendlich produzieren können. Sie werden es jetzt wahrscheinlich bis hier unten zur Verfügung gestellt haben, bis dieses nur MP4 bis 720p, und da ist dieses Zerkratzen im Moment noch nicht dabei. Sie müssen hier unten auf Profil hinzufügen und Bearbeiten klicken. Wenn Sie jetzt hier sind, dann gehen Sie hier auf Neu. Das heißt, Sie erstellen sich ein Profil, wo dieses Zerkratzen dann einfach über das Video, das Sie hier produzieren, drüber gestülpt wird, sage ich jetzt mal. Da gehen Sie hier auf Neu. Dann ist wichtig, dass Sie hier von AVI oder was auch immer bei Ihnen eingestellt ist, auf MUV gehen. MUV, dann nennen Sie Ihr neues Profil, wie Sie es dann benennen möchten. Ich habe es weiß und zerkratzt genannt. Das ändern Sie einfach, wie Sie das möchten. Dann, ich lasse das aber jetzt, denn ich erstelle ja kein neues Profil. Ich habe das schon gemacht. Dann klicken Sie auf Weiter. Und jetzt gehen Sie hier auf Quicktime-Optionen. Und bei den Quicktime-Optionen müssen Sie hier noch auf Filter klicken.
Bei Filter gehen Sie dann auf Spezialeffekte, zweimal. Und wenn Sie jetzt hier auf Kolorieren klicken, dann sehen Sie jetzt hier drüben, dass Sie Schwarz-Weiß einstellen können. Das machen Sie und Sie sehen dann hier unten immer eine Vorschau. Also Schwarz-Weiß ist jetzt wirklich ganz einfach Schwarz-Weiß. Dann kann man noch Schwarz-Weiß Inverse klicken, dann sieht das Ganze circa so aus. Das ist eine kleine Vorschau. Sepia gibt es dann noch und Kobalt. Würde ich jetzt aber nicht nehmen. Ich habe ganz einfach Schwarz-Weiß ausgewählt. Und dann können Sie noch hier unten auf Filmbeschädigungen klicken. Und da können Sie jetzt die Fusselmenge, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt genau sieht, das sind jetzt hier schon diese Striche, die kann man hier verstellen, wie man es möchte. So, das ist die Fusselmenge, dann die Fussellänge kann man einstellen, dann Kratzmenge, Kratzdauer, das ist dann ein bisschen eine Spielerei, bis Sie hier den Effekt haben, den Sie gerne haben möchten. Und dann klicken Sie auf OK. Und dann wird das Ganze übernommen. Ich gehe jetzt wieder raus. Ich brauche das jetzt nicht. Und beim Produzieren Ihres Videos gehen Sie dann ganz einfach hier unten auf dieses Profil, das Sie jetzt erstellt haben, auf Weiß, Fussel und Kratzer, so habe ich vorher genannt. Und dann klicken Sie auf Weiter. Dann nennen Sie Ihr Video selber noch. Geben Sie dem Video den Namen, den Sie eben vergeben möchten, und wenn Sie dann hier auf Fertigstellen klicken, dann wird bereits Ihre Videodatei völlig fertig erstellt und ja, dann können Sie es bei YouTube hochladen oder was Sie dann auch immer damit tun möchten. Das ist es jetzt zu diesem Video gewesen. Dann haben Sie genau so ein Oldschool und Oldstyle Video, wie Sie es jetzt vorher bei mir im Vorspann gesehen haben. Und ja, eines möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, habe ich jetzt fast vergessen. Es ist auch ein Trick. Ich habe jetzt nämlich noch nicht gezeigt, wie das funktioniert mit der Geschwindigkeit. Da gehen Sie einfach bei den Clip, den Sie verwenden möchten, also wo Sie selber zu sehen sind, da gehen Sie einfach hier drauf, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und gehen auf Clip-Geschwindigkeit. Clip-Geschwindigkeit, dann haben Sie hier 100%. Und wenn Sie hier nach oben klicken, ich habe 175 verwendet, 175 und auf OK, dann sehen Sie jetzt, dass Sie hier unten diesen grünen Balken haben und jetzt wird dieses Video viel, viel schneller abgespielt und das macht dann diesen Charlie Chaplin Effekt. Das ist jetzt wirklich der letzte Punkt, der noch wichtig ist, damit Sie es so hinbekommen, wie Sie es jetzt bei mir gesehen haben. Das hätte ich jetzt beinahe noch vergessen, Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt das ganze Video nochmal neu aufnehmen müssen. Das war es jetzt wirklich. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich für Sie. Erstellen Sie sich jetzt mit dieser Vorgehensweise Ihr Video. Ist wirklich einfach. Und es ist wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Abonnieren Sie meinen Kanal, um weitere Video-Updates zu erhalten. Und natürlich freue ich mich auch auf Kommentare. Gut, das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment. Am Abschluss dieses Videos habe ich noch ein tolles Geschenk für Sie, nämlich meinen kostenlosen Report. 55 Ideen zu Content und Videos. Wer diesen Report in den Händen hält, hat nie wieder irgendwelches Problem oder Probleme, Content zu erstellen, Videos zu erstellen, muss es dann einfach nur noch tun. Alles, was Sie jetzt tun sollten, auf den Link unter dem Video klicken und downloaden. Bis gleich.